Tja, der Mover darf ja beim Tandemachser nicht mehr fehlen. Die kleine Fernbedienung macht auch ganz schön viel Spaß. Bei solchen Tandemachsern hat man nämlich meistens auch relativ teure Fahrzeuge. Auch der hier, der ist über 50.000 Euro wert. Warum und was der alles kann, das zeigen wir euch heute im heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Gymer TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Und wir präsentieren euch heute den Detlefs Nomad 760 DR. Viel Spaß mit den Highlights. So, bevor es losgeht mit dem Video, noch mein kleiner Reminder. Alle wichtigen Informationen zu dem Fahrzeug speziell, aber auch zu dem Fahrzeug, was wir jetzt im Video präsentieren, findet ihr alles in der Videobeschreibung, Preise, technische Daten. Ich werde es jetzt im Video nochmal erwähnen, aber falls irgendwas nicht vorgekommen ist, könnt ihr euch das alles in der Videobeschreibung nochmal anschauen. Da sind auch noch ein paar weitere Videos, die interessant sind. Und wir haben ja auch bei unseren letzten Videos immer unsere Kapitel hinzugefügt, also Timestamps. Das heißt, wenn ihr einmal hier unten schaut, könnt ihr auch genau zu dem Kapitel springen, was jetzt euch interessiert. So, was haben wir hier jetzt für einen Detlefs? Wir haben den Nomad, der wurde 2019 überarbeitet, kam mit einem neuen Interieur aus, ist auch wahnsinnig gut angekommen. Wir haben jetzt hier eine Höhe von 2,65 Meter, eine Breite von 2,50 Meter, eine Innenstehhöhe von 1,98 Meter, also genauso wie beim Detlefs Aero, den wir vergangene Woche präsentiert haben, und eine Aufbaulänge von 8,05 Meter, das heißt eine Gesamtlänge mit Deichsel von 9,42 Meter. In der Serienausstattung haben wir jetzt eine zulässige Gesamtmasse von 2200 Kilo. Das können wir noch auflasten, so wie bei dem hier, auf 2500 Kilo oder sogar bis auf 2800 Kilo. Wir gehen auf die Sonderausstattung von dem Fahrzeug dann nochmal ein. Aber so wie er jetzt ausgestattet ist, mit allem Drum und Dran, was wir hier haben, auch unter anderem auch die Markise, haben wir jetzt ungefähr eine Zuladung von 280 Kilogramm bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 2500 Kilo, dass ihr euch das mal ungefähr vorstellen könnt. So, ich habe hier jetzt das Preisblatt, das hängt normalerweise bei uns immer im Fenster, aber durch die Privacy-Verglasung war das nicht so gut zu sehen auf der Kamera. Hier habe ich es euch jetzt nochmal aufgeschlüsselt. Im Prinzip haben wir jetzt einen Startpreis von 34.600 aufgerundet und wir kommen dann raus mit der Ausstattung, die wir drin haben, bei sage und schreibe 57.750 Euro circa. Das ist schon echt eine Hausnummer. Aber warum ist der denn jetzt so teuer? Und genau das zeigen wir euch im Video, weil wir haben den wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Da ist eigentlich fast alles drin, was das Camperherz begehrt. Fangen wir mal mit dem Fahrzeug an. Wir starten natürlich wieder mit dem Außendesign. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt bei so Kleinigkeiten. Wir haben einerseits natürlich das überarbeitete Nomad-Design mit diesen abgesetzten Streifen hier in Anthrazit mal wieder, auch ähnlich wie vergangene Woche zum Detlefs Aero. Was jetzt hier ganz toll ist, es sieht nicht nur von außen schick aus, sondern macht auch wirklich was her, wenn man wirklich im Innenraum sitzt. Das ist die Privacy-Verglasung mit den Trapezfenstern. Wir haben jetzt hier diese schönen schwarz getönten Scheiben. Das heißt, wir sehen jetzt zwar durch unsere dunklen Lichtverhältnisse hier und dadurch, dass das Licht drinnen an ist, ganz gut rein. Aber wenn wir jetzt im Tageslicht stehen, dann kann man hier in das Fahrzeug eigentlich kaum reinschauen. Und das ist der Vorteil dieser Privacy-Verglasung, wie man es auch bei den PKWs kennt. Wenn in der hinteren Reihe dann die Scheiben getönt sind, da hat man einfach einen schlechten Einblick. Man fühlt sich dann innen drin auch einfach ein bisschen privater und mehr in seinem eigenen Reich. Das ist der große Vorteil an der ganzen Geschichte. Genau, wir haben dann hier oben noch eine Markise. Die haben wir mit ausgestattet, eine Thule Omnistor zum Kurbeln. Und dieses Detlefs 90-Paket kam ja mit den neuen Modellen raus. Aber das gibt es auch für den Nomad, das sehen wir auch hier, mit den tollen 17 Zoll Alufelgen. Ich habe es schon mal erzählt das letzte Mal. Sieht wirklich klasse aus, sehr optisch tolles Highlight. Bei dem Detlefs 90-Paket sind auch die vier Abstutzfüße unten dran mit dabei. Die haben wir jetzt mal nicht rausgefahren, aber die hinteren, dass der Wohnwagen nicht umkippt natürlich. Und hier vorne die Bugfront bzw. auch eine Dachreling, wenn natürlich jetzt die Markise nicht verbaut ist. So, und wenn wir jetzt hier mal kurz nochmal hinkommen, ihr seht es hier gleich, hier steht
Snow. Und dieses Snow hat bei Detlefs nämlich ein Merkmal, und zwar habt ihr damit das Snow-Paket, entweder das Snow-Paket Plus oder das normale Detlefs Snow-Paket. Das heißt XPS-Isolierung, Warmwasserheizung, Fußbodenerwärmung. Ja? Und bei dem Snow-Paket Plus, was wir in dem Nomad auch drin haben, haben wir sogar die Warmwasser-Fußbodenheizung, was nochmal besser ist als die elektrische Fußbodenerwärmung. Also wirkliche Hitze, die von unten hochkommt. Das heißt auch im Winter warme Füße. Das ist wirklich klasse. Dann kommen wir zur Front. Wir haben jetzt hier kein Bugfenster, weil sich hier auch der Schlafbereich befindet. Ein Bugfenster ist auch bei dem Grundriss kein Problem. Dann hier natürlich unsere Deichsel ohne Deichselabdeckung. Natürlich, wir haben es schon gesehen vom Mover Autark Paket, was wir hier verbaut haben, noch die Verkabelung. Klar, dann unsere Klappe hier vorne. Na, genau. Kann ich auch hochklappen, wie beim Aero auch diese letzte Woche. Hier haben wir jetzt natürlich unsere Ausstattung vom Duschpaket und noch das Sportbuch. Hier auch Teil des Sicherheitspaketes, das wir auch verbaut haben. Der Crash-Sensor mit der Duo Control. Den rollbaren Abwassertank haben wir hier rechts, auf der rechten Seite haben wir hier dann unser Reserverad, die Halterung dafür. Genau, also das kennt man. Du, Kontroll war jetzt mal wichtig. Klar, zwei 11 Kilo Gasflaschen haben dann hier auch Platz. So, machen wir wieder zu. Wir haben jetzt hier auch Teil des 90 Years Paket, das Vollgummi-Stützrad mit einer Stützlastanzeige. Wir haben serienmäßig jetzt die selbst nachstellenden Bremsen AAA, also 3xA. Wir haben den Octagon-Achsstoßdämpfer und natürlich die Anti-Schlingerkupplung. Mit dem Sicherheitspaket bekommt ihr dann noch die Alco ATC, also die Trailer Control, ist auch nochmal eine wirklich gute Geschichte. Gut, auf der anderen Seite haben wir dann ein ähnliches Bild, wie wir es schon auf der rechten Seite gesehen haben. Da kann man jetzt nochmal einen schönen Blick drauf werfen, das nochmal auf sich wirken lassen. Jetzt sieht man hier oben auch noch die schöne Dachreling. Das ist vor allem ein Design-Highlight. Und natürlich bei einer Dachreling ist auch der große Vorteil, wenn ihr da irgendwelche Sachen drauf montiert habt, SAT-Anlage, Dachklima oder was weiß ich, schützt diese Dachreling meistens noch ganz gut davor, dass die, wenn ihr mal wirklich unter eine kritische Höhe fahrt, dass da auch dann nichts kaputt geht. Hier haben wir dann noch unseren Wasseranschluss auf der Seite. Also der Wassertank befindet sich auf der linken Seite. Klar, der Toilettenkasten auch auf der linken Seite, ist es immer Vorteil. Ist auch ein Vorteil von dem Grundriss. Gut, dann gucken wir uns das Heck an. Kennen wir von letzter Woche auch schon vom Aero. Die freundlichen Detlefs Integralleuchten. Hier ohne angedeuteten Diffusor. Dafür mit einer schönen Anthrazit-Linie wieder. Mit dem Detlefs D. Das schließt natürlich dann wieder den Kreis. Und ganz toll, das Heckfenster hier hinten, schön groß. So, wir gucken jetzt mal uns hier die Stauraumklappe an. Die einzige Stauraumklappe in dem Fahrzeug. Es gibt noch die Möglichkeit, eine zweite Stauraumklappe nachzurüsten. Das wäre dann auf der linken Seite. Ja. Ich mache wieder zu. Das war's außenrum. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns den Nomad mal von drinnen an. Gut, jetzt sehen wir auch gleich mal, warum der Nomad 2019 auch gleich so gut angekommen ist. Dieses skandinavische Flair hier mit einem Grau und Weiß, das Holzdekor Noche Nagano nennt sich das bei Detlefs. Wir haben hier dann auch so eine leichte Struktur wieder drin, so eine Art Tip-Printed, wie man so schön sagt. Auch hier wieder die weißen Flächen, die wir kennen, die wir auch schätzen. Eine sehr schöne, rustikale Holzstruktur, das macht wirklich was her, ist auch sehr modern. Und dann hier nochmal unseren Betonboden. Das wirkt jetzt alles sehr schlicht und kühl, aber trotzdem ist es sehr schick gemacht. Und wie gesagt, ich sage es nur oft dazu, es kommt halt auch wirklich gut an. Wir haben jetzt hier die Wohnwelt Ruby. Wenn du gerade mal hierher filmst, das ist so eine Stoffstruktur mit so einem Kunstleder abgesetzt. Setze ich mich gerade mal in die Sitzbank rein. Es gibt jetzt noch die Wohnwelt Champion und die Wohnwelt Chrono, das sind beides auch so grau abgesetzte Wohnwelten. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr große und geräumige Rundsitzgruppe. Also ich demonstriere das einfach mal.
Ich kann jetzt hier schön meine Beine auflegen. Ich kann das Ganze dann auch wieder zu einem Doppelbett umbauen. Dafür habe ich dann hier auch dieses Zusatzpolster. Ich kann hier auch eine Länge erreichen von bis zu 2,30 Meter bei dem Bett. Ist richtig krass. Und 1,80 Meter Breite. So, gucken wir uns mal die Klappen an. Die haben jetzt hier so einen metallenen Griff. Und praktisch gerade hier drin so ein Mechanismus. Ein Scharnier. Wirklich schick. Auch hier zum Beispiel. Ist wirklich gut gemacht. Dann haben wir hier unsere Küche. Ja, hier auch im gleichen Design wie das Holzdekor. Die Küchenrückwand ist hinterleuchtet. Auch in diesem Grau von dem Noche Nagano, von das wir hier oben haben. Das sehen wir zum Beispiel auch im Esprit jetzt wieder. Also es wird von Detlefs ganz gut verwendet. Wir haben dann natürlich hier unsere Schubladen. Hier sind dann die Gasabsperrhähne. Die sind sehr, sehr groß. Die Küche ist auch sehr geräumig. Man hat hier sehr viel Platz. Das Einzige, was man hier anmerken müsste, ist, dass hier zwar sehr viel Platz ist, aber hier hinten nicht so viel Platz für Utensilien, zum Beispiel jetzt für die heißgeliebte Kaffeemaschine, die ja immer dabei sein muss. Das können wir dann allerdings dann hier ganz gut abstellen. Hier haben wir nämlich reichlich Platz. Und ganz toll, der Apothekerauszug. Immer wieder sticht der heraus. So, mache ich hier mal zu. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier praktisch eine sehr, sehr schöne Klappe. Da ist jetzt unsere Warmwasserheizung verbaut. Mit der Fußbodenerwärmung. Ich kann die Türen natürlich auch noch so aufmachen. Dann habe ich hier jede Menge Möglichkeit. Hier habe ich dann wirklich auch noch sehr, sehr viel Stauraum und Staufläche. Und hier auch schon angedeutet, wäre dann auch praktisch der Flachbildschirm. Hier ist jetzt nur der Halter verbaut, weil die Kundenwünsche bei den Fernsehern natürlich dann auch gerne immer auseinandergehen. Wir haben jetzt hier drüber praktisch unsere Dachklimaanlage, ein weiteres Highlight von dem Fahrzeug. Natürlich, eine Dachklimaanlage ist heutzutage nichts Besonderes mehr, aber es ist dann trotzdem immer wieder schön, wenn sie verbaut ist. Das heißt, mit dem Fahrzeug könnt ihr sowohl im Winter als auch im Sommer super gut verreisen. Ist natürlich auch dafür gedacht für Menschen, die sich vielleicht den Wohnwagen irgendwo fest an den Campingplatz stellen möchten und den dann ab und zu mal besuchen kommen sozusagen. Hier über dem Kühlschrank haben wir dann noch sehr, sehr viel Stauraumfläche. Es geht hier wirklich tief rein. Ja, dann mache ich das mal wieder zu. Und dann hier unseren 172 Liter Kühlschrank. Breit und groß. Auch diese metallene Oberfläche. Ist jetzt beim Nomad einfach so normal. Das sieht auch schick aus. Wenn du gerade nochmal hier rumkommst, und sorry, dass ich dich da jetzt rumscheuche, aber hier zum Beispiel, das wollte ich nochmal zeigen, diese Fächer hier, die sind wirklich schick. Auch wie die beleuchtet sind. Kann man mal ganz gut ein Weinglas reinstellen. Hier geht es auch wirklich tief nach unten rein. Und hier haben wir dann richtig großen, geräumigen Kleiderschrank. Wenn du gerade mal reinfilmst, da passt wirklich wahnsinnig viel rein. Auch wenn die Klappe jetzt ein bisschen kleiner ist, geht es dann doch deutlich nach hinten. Hier auch nochmal zusätzliche Fläche. Ist echt gut. Jetzt kommen wir zum wahren Highlight von diesem Grundriss. Und das ist die Badaufteilung. Ja. Wir haben hier zwei Türen und diese Türen ergänzen sich super. Ich sperre dich jetzt gerade mal aus. Zueinander. Ja. Ich habe praktisch die Möglichkeit, mit den beiden Türen mir einen richtigen Badraum zu gestalten. Einmal die Dusche hier auf der linken Seite. Ihr seht es. Ja. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen die Ellenbogen ausfahre, ich kann hier natürlich gut stehen. Natürlich haben wir hier die Stehhöhe von 1,98 Meter. Ich habe hier richtig viel Platz. Es ist eine richtige Dusche halt. Ja, also da kann ich mich gut drin duschen. Ich habe dann hier natürlich wieder meinen Handtuchhalter, wie man ihn kennt von Detlefs. Und dann hier oben auch noch ein Dachfenster. Das heißt, wenn ich hier beide Türen schließe, und da kommst du vielleicht gerade mal rum. Wenn ich hier beide Türen schließe, habe ich jetzt hier meinen Badraum. Ich habe hier diesen Schrank hier auch noch mit drinne und kann dann hier einfach das Fenster aufmachen und dann fließt hier die Luft schön nach draußen. Auch die Toilette ist natürlich klasse. Ich kann jetzt hier sagen, nee, ich möchte jetzt hier die Toilette für mich oder wenn ich mich im Bad aufhalte, Zähne putze, dusche, das ist einfach so toll gelöst. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ihr merkt schon, ich schwelge da ein bisschen
in der Faszination. Und hier haben wir dann unseren zusätzlichen Schrank. Natürlich hier unsere Armatur, das Waschbecken. Hier natürlich wieder unsere Toilette. Ich setze mich hier drauf. Ich habe viel Platz, selbst wenn ich die Tür jetzt wieder zumache. Also klar, wir haben hier einen großen Grundriss. Dementsprechend haben wir auch viel Platz. Somit bietet sich das natürlich an, den Platz auch gut zu nutzen, gerade für die Badlösung. Das Fahrzeug ist ja auch extra für zwei Personen gedacht. So. So, jetzt habt ihr den ganzen Tag auf dem Campingplatz verbracht oder habt gewisse Aktivitäten gemacht und dann geht's ins Schlafgemach beim 760DR, also Doppelbett. Rundsitzgruppe haben wir jetzt natürlich ein sehr, sehr großes, geräumiges Doppelbett. Was ich jetzt noch kurz erwähnen will, die Badhöhe eignet sich natürlich auch klasse, um den Schlafraum jetzt dementsprechend abzutrennen. Und dann kommen wir hier hinten rein. Bei den Doppelbetten herrscht ja häufig das Vorurteil, dass sie relativ kurz sind. Das ist bei den Wohnmobilen auch teilweise oft der Fall, also manchmal nur 1,90 Meter lang. Hier haben wir jetzt ein Bett, das ist 2 Meter lang. Habe ich selber vorhin ausgemessen. Also ihr seht, ich habe, wenn ich hier mein Kissen habe, wenn ich meine Schuhe dann auch aus habe, ich habe hier wahnsinnig viel Platz, habe hier auch eine entsprechende Breite. Die Maße, die genauen, findet ihr dann nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Und der große Vorteil bei den Doppelbetten, das ist das, was die wenigsten immer in Betracht ziehen. Wir haben links und rechts immer so klasse Schränke, wo wir richtig viel reinbekommen. Jetzt auch hier der Fall. Ja, hier hinten haben wir jetzt 2 Steckdosen links und rechts. Ich habe hier noch eine Ablagemöglichkeit. Hat man jetzt extra so gelassen, weil man gesagt hat, nee, komm, wir nutzen jetzt die Fläche, die wir da hinten noch haben, eher für Ablagemöglichkeit, weil da hinten sich den Kopf hinzulegen macht vielleicht nicht so viel Sinn. Hier dann noch unsere Klappen und zusätzlich dann noch hier unser Stauraumfenster. Da habe ich jetzt auch die Möglichkeit, noch ein etwas größeres Dachfenster dann reinzufassen. Wenn du gerade auch mal hier rumkommst, dass man vielleicht auch mal sieht, wie das Schlafzimmer von der anderen Seite aussieht. Und zwar, wenn du gerade mal dahinter gehst, wir haben natürlich hier unsere Holzschränke, aber hier dann auch schön mit Stoff versät, die Gardinen und die Vorhänge. Ja, wenn wir das Ganze anschauen, dann fühlt man sich hier sehr wohnlich. Hier hinten die Beleuchtung, die wirkt wirklich klasse, es ist sehr indirekt alles. Oben haben wir noch so einen Streifen, also das ist wirklich schick gemacht. Und vom Schlafzimmer her, auch wenn es ein Doppelbettgrundriss ist und viele sagen, na, Doppelbett ist nicht so meins, ich bin eher so der Einzelbettentyp. Wir können hier schön drum herum laufen. Jeder hat so seinen eigenen Zugang zum Bett. Wenn du das Einzelbett nämlich rausziehst, in der Mitte hast du ja auch ein Doppelbett. Das heißt, hier einfach trotzdem der Platz gegeben und ich habe die Vorteile vom Grundriss. Und wenn wir jetzt noch eins machen, und zwar werfen wir jetzt noch mal einen Blick drunter. Das ist beim Nomad auch ziemlich cool. Ihr seht schon, ich muss hier kaum Kraft aufwenden, weil wir haben hier Gasdruckdämpfer. Und jetzt guckt euch mal diesen Stauraum an. Klar, links ist jetzt die Batterie verbaut vom Mover Autark Paket. Das EBL ist da noch mit drin. Aber im Prinzip, ich kann hier reinsteigen. Also geräumiger geht es fast kaum. Ich habe hier links und rechts noch richtig viel Platz zum Ausnutzen. Also ja, wenn ihr es mal seht. Passt noch richtig viel rein und ich kann dann hier auch noch zusätzlich meine ganzen Sachen verladen. Der einzige Nachteil jetzt hier, wir haben jetzt keine Klappe von außen, sondern ihr müsst es halt alles durch die Tür reintragen, aber trotzdem ist das meines Erachtens mit den Gasdruckdämpfern, mit dem Stauraum unter dem Bett richtig gut gelöst. Man hat hier sehr, sehr viel Platz und Möglichkeit auch was zu verstauen. Gut. Gut. Kommen wir zum Fazit vom Detlefs Nomad 760DR. Wir haben jetzt natürlich ein sehr langes Fahrzeug. Wir sehen auch, das ist für 2 Personen gedacht. Bis zu 4 Personen hätten hier natürlich Platz, wenn man das Bett umbaut. Somit eigentlich das perfekte Fahrzeug für Pärchen, die zum Beispiel jetzt mal etwas luxuriöser verreisen möchten oder zum Beispiel sich den Wohnwagen einfach als kleine Ferienwohnung auf irgendeinen Campingplatz stellen möchten. Wir haben den sehr, sehr gut ausgestattet. Markise ist dabei. Dachklima ist dabei, das Snow-Paket Plus mit Warmwasserheizung, also alles drum und dran. Dementsprechend kommt natürlich auch der etwas höhere Preis zustande,
Weil für einen Wohnwagen über 50.000 Euro auszugeben, ist natürlich schon ein Wort. Aber ihr kriegt natürlich hier auch sehr, sehr viel Wert, wenn ihr den Preis bezahlt. Zum Beispiel haben wir durch den überarbeiteten Grundriss vom Nomaden wirklich klasse Interieur, sehr skandinavisch gehalten, relativ schlicht, aber auch wahnsinnig modern mit dem Naturholz, was wir hier haben, mit der schönen Struktur auf den Tischen, mit diesem Tip-Printed, was wir hier an den Seiten, an den Dekoren haben, mit dem Betonboden, den wir unten haben. Also ein sehr, sehr schickes Fahrzeug. Auch die Wohnwelt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, das habe ich beim Aeros letzte Mal schon gesagt, die Stauraumklappen von außen sind ein bisschen dürftig. Wir haben hier jetzt nur eine und die ist relativ klein, aber an für sich ist das Fahrzeug wirklich sehr, sehr gelungen. Wir haben jetzt davon auch mehrere im Moment dastehen, auch mit der Privacy-Verglasung, wenn ihr es seht. Ja, nach draußen hin kann euch fast niemand sehen. Man fühlt sich hier relativ gut abgeschottet von der Außenwelt in seinem Fahrzeug und das ist dann wirklich eine ganz gute Sache. Das war's vom Detlefs Nomad 760 DR. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback. Was haltet ihr vom Nomad? Habt ihr noch Anregungen? Gibt es etwas, was ihr noch unbedingt wissen wollt, was euch gefehlt hat? Wenn nicht, schaut vielleicht auch einfach mal in die Videobeschreibung. Vielleicht werdet ihr dort fündig. Ansonsten freue ich mich natürlich extrem, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr dem Video auch einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Channel abonniert. Wie gesagt, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, bald kommt das neue Modelljahr raus. Und wenn ihr da nichts mehr davon verpassen wollt, dann abonniert unseren Channel und lasst uns auch eine Glocke da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao.